Toy Story war eines dieser ersten großen Filmhits, die komplett aus computergenerierten Grafiken bestanden. Wie jeder große Disney-Film musste es natürlich auch ein Spiel zur weiteren Vermarktung geben. Lizenzspiele sind ja mal top, mal flop. Wie sieht es hier aus? Was taugt Toy Story für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Traveller's Tales entwickelt und natürlich von den Disney Interactive Studios selbst bei uns 1996 veröffentlicht. Im Jahr zuvor erschien es in den USA. Neben den Super Nintendo bekam auch der Mega Drive, der Game Boy und sogar Windows-PCs ihren Ableger spendiert. Bei dem Verlauf des Spiels orientiert es sich sogar an dem Film, der sich um die beiden Spielzeuge Woody und Buzz dreht. Der Verlauf der Geschichte wird zwischen den Leveln per Text schön erklärt. Das Spiel startet am Anfang wenig überraschend. Nach einer stimmigen Einführung mit Text sieht es erstmal aus wie so ein normaler Plattformer, wie es viele gibt. Der Stil der Filmvorlage wurde gut eingefangen, Steuerung geht in Ordnung und weiter ist nichts Auffälliges, was heraussticht. Ihr steuert den Cowboy Woody. Als Waffe habt ihr ein Jojo und müsst im Kinderzimmer Aufgaben erledigen. Allerlei Gefahren weichen natürlich aus und Gegner könnt ihr mit dem Jojo kurzzeitig fesseln und so ungefährlich machen. Oben links habt ihr eine Lebensenergie als Zahl dargestellt. Das mag zwar nicht so intuitiv wie Herzchen sein, aber passt thematisch gut zum Spiel. Außerdem gibt es natürlich etwas Einsammelbares. Die Sternchen. Wenn ihr genügend eingesammelt habt, könnt ihr ein Minispielchen absolvieren und dann natürlich das übliche verdienen. Habt ihr euch also auf einer dieser guten, aber nicht super Plattformen eingestellt, werdet ihr überrascht. Im zweiten Level fährt ihr im bester Micro Machines Manny durch einen Kurs und müsst Bass herumkicken, wenn das mal keine Überraschung ist. Auch wenn hier die Steuerung gut ist, aber lange nicht perfekt. So spielt sich jeder Level immer etwas anders und das macht das Spiel auch aus. Ob ihr in Sidescroller-Manie Essen ausweicht oder mit Bass und Woody fliegend Autos ausweicht, so schnell wird euch nicht langweilig. Jedoch hat diese Vielfalt natürlich auch einen kleinen Nachteil. Richtig gut umgesetzt ist keines dieser Bestandteile. Da wäre es vielleicht besser gewesen, sich ein Prinzip herauszugreifen und dieses dann auch zu optimieren. Aber das ist jetzt Meckern auf höherem Niveau. Grundsätzlich sind die Level alle solide umgesetzt, aber es fehlt an den kleinen Sachen im Detail. Den Schwierigkeitsgrad habe ich als relativ knackig empfunden. Manchmal wird man einfach mit so vielen Hindernissen und Gefahren zugebombt, dass man kaum ausweichen kann. Auch ist leider nicht immer klar, wo man jetzt lang kann und wo nicht. Im ersten Level konnte ich nicht immer sofort sehen, was jetzt Hintergrund ist und was Plattform sein soll. Immerhin gibt es ein Passwortsystem und das schätze ich ja immer sehr. Bei der Grafik wurde der Stil der Filmvorlage durch den Einsatz von vorgerenderten Sprites sehr gut eingefangen. Die Animationen sehen zwar etwas hölzern aus, aber alles in allem ist das Spiel immer noch sehr ansehnlich. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Es gibt definitiv Spiele, die schlechter technisch gealtert sind. Was taugt Toy Story für Super Nintendo also heute noch? Es ist ein guter Titel, der einiges an Abwechslung bietet. Da hätte man den Film wesentlich schlimmer verwursten können. Es ist zwar kein perfektes Spiel, aber ein gutes, das vor allem durch seine Abwechslung punkten kann. Das war der Test zu Toy Story für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.